Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Prophet, einem wundervollen Freitag. Oh yeah. Und zwar Freitag deswegen, weil jetzt, passt auf, jetzt kommt der Knaller des Tages. Ich habe mir die Elgato HD60 besorgt, hatte damit ein paar Schwierigkeiten. Ausführlich kommt gleich. Und dann dachte ich so gestern, okay, kommst du nicht weiter, nimmst du noch kurz auf und dann kannst du gleich hochladen. Also gesagt, getan, ich starte OBS, will das Spiel starten, steht im Launcher am Donnerstag, den 30.11. zwischen 10 und 12 sind die Server offline, wegen Wartungsarbeiten. Vielen Dank. Und ich denke so, 10 Uhr, guck auf die Uhr, 9.45 Uhr, das wird eng. Und deswegen entschuldige ich mich dafür, dass es gestern das Video nicht gab, weil, wie gesagt, es waren Wartungsarbeiten. Ich habe gesagt, okay, Wartungsarbeiten sollen sein, bevor ich runtergekickt werde und die Aufnahme dadurch nicht ganz so schön beendet ist. Dachte ich, gut, dann hauen wir, dann machen wir das einfach am nächsten Tag und alles wird gut. Gesagt, getan, deswegen gibt es es heute allerdings erst und ich hoffe, das stört euch nicht. Ich meine, Hauptsache, es gibt das Video. So, und jetzt zu dem, was ich ja schon gerade eben erwähnt hatte. Ich habe die die Elgato HD60 mir besorgt. Schweineteuer. Aber aus dem einfachen Grund, weil die andere Elgato, die ich hatte, die HD, das ist die allererste, oder mit die erste, die rauskam, die funktionierte nicht mehr so richtig. Also, ja, der Support, er hilft, aber es dauert. Also zwischen dem Erstkontakt und der ersten Hilfe von denen, die war nicht so lange. Waren, ich glaube, 2 Tage oder so und dann war gut. Mittlerweile, dann habe ich da zurückgeschrieben, der hat dann Tipps gegeben, was ich machen soll und so weiter, habe zurückgeschrieben, kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. 5 Tage später habe ich dann meine E-Mail gekriegt. Ey, ich habe die Krise dabei. Sowas hasse ich. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, okay, könnte ja sein, dass sie kaputt ist. Ich meine, die ist ja auch immerhin schon, ich glaube, 5 Jahre alt oder so. Und hab dann gesagt, okay, komm, die ist kaputt. Kaufst dir eine neue. Wolltest eh mal eine neue haben. Bisschen aufrüsten, bisschen, ne? Und so. Und hab ich dann im Forum schlau gemacht. Und ich hatte mir 3 rausgesucht. Ich stehe eher auf diese externen, Karten, Game Capture Karten. Wer jetzt sagt, naja, kauft ihr doch die internen? Nein, ich wollte eine externe haben. Hatte mir 3 rausgesucht: einmal Hauptauge, einmal Elgato, die HD60, die ganz normale HD60 und eine Avamedia. Weiß gar nicht mehr, wie die hieß. UD3 irgendwas. Expert, irgendwie Expense, keine Ahnung. Jedenfalls eine Avamedia UD3 und irgendwas davor noch. Und hatte ich mir rausgesucht, die waren auch vom Preis her gar nicht so schlecht. Die lagen alle so bei 130, 140 Euro. Also jetzt nicht besonders teuer, aber auch nicht gerade günstig. Aber das sind die kleinen Dinger ja immer. Und naja, nicht, ja, ne, und so, nach, ich glaube, noch nicht mal einem Tag, also es war relativ schnell, hatte ich auch Antworten und Empfehlungen, dass ich doch die HD60S mir holen soll, weil die verlustfrei aufnehmen kann, im Gegensatz zu allen anderen, die ich halt aufgelistet hatte. Die war auch ein bisschen teurer. Und da habe ich gesagt, gut, eigentlich wolltest du nicht, aber gut, machst du. Holst du die, gar kein Problem.
bestellt. Kam auch relativ zügig. Amazon ist ja da ein bisschen zügiger am Liefern meistens als alle anderen. Oder als viele andere. Und hab sie dann bekommen, hab die über Nacht, also ich habe sie abends ausgepackt, wo ich von Arbeit kam, hab sie dann auf, hab sie den nächsten Tag angeschlossen. Jo, das Anschließen funktionierte. Ich konnte sie auch in OBS integrieren. Ich habe auch, im Gegensatz zu der HD, schnell ein Bild bekommen. Ich habe nur kein, aber wirklich kein Sound gehabt. Und das ging mir so auf den Sack. Wenn du so eine Game Capture Card holst, ja, die fast 200 Euro kostet und du kriegst nicht mal den Sound, ey, da bist du am Verzweifeln. Jedenfalls ging das die ganzen Tage jetzt hin und her und hier und da und warum und ach nee, und ich wechsle doch nochmal den USB-Port und nee, ich nehme den HDMI-Splitter raus und nee, ich mache jetzt hier noch und nee, ich probiere mal da und hab den hin und her probiert und irgendwann ist mir gestern auf Arbeit eingefallen, ey, du hast noch den Laptop von meiner Freundin. Der hat, glaube ich, USB 3.0. Ja, der hat USB 3.0. Und ich habe mir den rausgenommen, ausgepackt, angeschlossen, OBS sogar installiert. Naja, muss man ja auch mal OBS installieren, ne? Sonst kann ich es ja nicht testen. Dann wäre doof. OBS installiert. Elgato-Software selbst installiert, musste, glaube ich, immer installieren, weil sonst erkennt er ja nicht, dass es eine Elgato ist. Auch alles gar kein Problem. Alles installiert. Schließt die Elgato an. PlayStation läuft. Funktioniert! Dachte ich, was zur Hölle? Jetzt einfach mal, was zur Hölle läuft hier schief? Jo, habe ich dementsprechend auf dem Laptop konnte ich aufnehmen, gar kein Problem. Alles so wie gewünscht, alles gar kein Problem, konnte ich aufnehmen. Alle zupi, alle chicky, jo. Dachte ich so, ey, ihr wollt mich jetzt fragen. Oh, Entschuldigung, ich bin mehr oder weniger gerade aus dem Bett ausgestiegen. Ihr wollt mich doch jetzt hier verkackern. So. Hab mich dann dazu entschlossen, ihr könnt mich jetzt am Popo lecken, ich probiere es jetzt nochmal am Rechner. Jo, an den Rechner angeschlossen. Alles installiert. War ja installiert, ne? Alles umgestellt. Weil bei mir, das oh, jetzt komme ich wieder nicht raus. Doch. Weil bei mir ist es so, ich krieg, wenn ich das bei OBS integriere, habe ich die habe ich Auswahlmöglichkeiten einmal die HD60S in Klammern Hashtag 1 oder einmal die Elgato HD. Das sind die beiden, die ich auswählen kann. Und das Problem? Oh. Alter Falter, was ist denn jetzt los? Das Problem dabei ist, ich habe grundsätzlich immer die HDS ausgewählt gehabt. Dadurch hatte ich wahrscheinlich keinen Sound. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Habe dann festgestellt, über Tutorials und so weiter, dass jeder die Elgato HD reinnimmt. Gut, habe ich gesagt. Ja. Ich habe aber dann mal kein Signal gekriegt. Hin und her und habe alles gemacht und getan und immer noch nichts. Und ach, verdammt. Gerade eben, kurz bevor der Aufnahme, habe ich jetzt gesagt, okay, ich schließe es jetzt noch mal an. Hinten. Weil vorne ist ja immer nur so ein Verteiler. Ich habe es hinten angeschlossen. Ihr werdet es nicht glauben.
Ihr werdet's einfach nicht glauben. Es hat funktioniert. Ich hatte dann plötzlich, also ich weiß nicht, ob es jetzt nachher dann auch nochmal so ist, aber ich hatte plötzlich Bild, Ton, alles da. Nur im Ton leichte Ruckler. Warum auch immer, da muss ich mich dann noch mit beschäftigen, was ich da noch einstellen kann, dass die Ruckler raus sind. Vielleicht liegt es auch nur an einer Übertragungsrate, aber gut. Dann habe ich jetzt, ich hatte ja, wo ich mich ja schlau gemacht habe, nach dem Game Capture Card, hatte ich ein Video gesehen von einem YouTuber, der hatte sich die Avamedia Schieß mich tot OD3 gekauft und hat den Tipp gegeben, weil die auch über USB 3.0 läuft, man soll sich eine USB 3.0 PCI Express Card kaufen. Und da ich jetzt der Soundruckler drin habe und nicht die Befürchtung habe, dass es eventuell an dem USB-Controller liegen könnte, habe ich jetzt mir eine so eine Karte gekauft, weil der hat eine externe Stromspannungseinheit drauf und dann kann ich halt dementsprechend die einbauen und habe dann halt die eingebaute noch zusätzlich so. Oh, ich weiß nicht, was immer los ist. Es geht mir gerade voll auf den Sack. Ja, jedenfalls, die habe ich jetzt bestellt. Die sollte morgen irgendwie wahrscheinlich hoffentlich ankommen. Wenn die morgen ankommen, kann ich sie vielleicht morgen Abend oder Sonntag einbauen und dann kann ich sie mal testen, ob es besser wird. Und wenn es besser wird, dann kann ich nämlich ab nächste Woche dann wieder Konsolen aufnehmen. Und dann habe ich halt weniger ein Problem weniger. Ne? Das ist das A und O, was ich gerade die ganze Zeit hatte. Ich hab einfach mal dieses eine Problem, ich habe ein Problem und dann kümmere ich mich um dieses Problem, dass das gelöst ist. Und dadurch sind dann mal so spontane Videos, fallen dann weg. So wie Drinks Profit. Oh, ich wollte noch Drinks Profit aufnehmen. Ich wollte jetzt ja nicht jeden Tag um 3 Stunden Drinks Profit aufnehmen, damit ich für die nächsten 5 Wochen welche hab. Also, bei aller Liebe, aber nein. Das wollte ich euch nicht antun. Deswegen habe ich gesagt, okay. Machen wir es halt nicht. Ist ja nicht so wild. Und habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, das Problem soweit zu beheben. Ich wollte, wie gesagt, gestern schon aufnehmen. Ging nur nicht so ganz. Wenn die Server kurz vor der Wartung stehen, habe ich dann gesagt, okay, ich breche kurz ab und nimm dann halt morgen früh auf. Guck morgen nochmal ein paar Sachen, weil mir dann so einige Sachen eingefallen sind, ob man beim USB-Controller im BIOS beziehungsweise in der Firmware vom Mainboard einmal da irgendwas umändern kann. Jein, man kann zwar was einstellen, aber nicht das, worauf ich gehofft hatte. Und zum anderen wollte ich das mit dem Splitter, weil ich einen HDMI-Splitter drin habe, wegen diesem Kopierschutz, den der PlayStation 4 immer drin hat oder den Sony immer drin hat. Den sie ja jetzt mit dem Patch so gemacht haben, dass man den an- und ausschalten kann. Also es gibt Anwendungen, sagen sie dir auch immer gleich, die die funktionieren damit nicht mehr, wenn du das ausgeschaltet hast. Und es gibt Anwendungen, naja, die laufen halt ganz normal. Spiele, denke ich mal, werden ganz normal laufen. Es werden halt sowas laufen wie Netflix oder weiß ich, Amazon Prime oder hast du nicht gesehen, sowas halt, dass man halt die Videos wahrscheinlich nicht aufnehmen kann, dass sie das dann so ein bisschen gekoppelt haben, aber mein Gott, gucke ich sowieso nicht über die Playse. Ist also auch nicht so wild.
Und wie gesagt, ich berichte euch dann, wie es mit der Karte, mit dem USB-Controller funktioniert hat. Ob es funktioniert hat. Und ansonsten werdet ihr das nächste Konsolen-Let's Play von der Elgato HD60S sehen. Es kommt ganz bestimmt. Sind zwar schon ein paar Folgen vorhanden, aber solange ich nicht aufnehmen kann, kann ich sie nicht rausholen, weil sonst haben wir eine zu große Lücke drin. Das wollte ich diesmal nicht machen. Ne? So, dann verabschiede ich mich für heute aus diesem wundervollen Video. Ich hoffe, es hat euch trotz all dem gefallen. Wenn ihr Tipps, Tricks habt zur Elgato HD60S und OBS zum Einstellen oder wenn ihr wisst, okay, der Sound stockt, deswegen, lasst es in den Kommentaren mich wissen. Ich bin sehr gespannt, ob da jemand Erfahrung hat, Informationen hat, Tipps hat, Tricks hat, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls sehr, 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 sehr gespannt. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, damit ihr die Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon nächsten Montag. Bis dahin und einen schönen ersten Advent. Einen schönen ersten Advent wünsche ich euch. Das hätte ich glatt vergessen. Einen schönen ersten Advent. So, bis dahin, euer Schritti. Tschüss.